Moin Leute, na, ist für euch auch der Solo-Raid vielleicht noch so eine kleine Herausforderung und ihr wisst noch nicht so ganz, wie das Ganze funktionieren kann, wo die Stellschrauben sind, wo ihr drehen müsst, dann könnt ihr euch dieses Video, was jetzt folgt, so ein bisschen weiterhelfen. Wir haben nämlich vor einiger Zeit bei dem guten Draco auf dem Account so ein kleines Review gemacht und sein Solo-Raid-Team uns mal angeschaut und daraufhin so ein paar Tipps und Tricks vielleicht nochmal geteilt, die euch vielleicht auch weiterhelfen können und worauf ihr achten müsst beim Solo-Raid. Wenn euch das hilft, dann vergesst den Daumen auf dem Video nicht, abonniert den Kanal für weitere solcher Videos und dann starten wir einmal rein und gucken uns an, was bei Draco so schief war. Bevor wir mit dem Video jetzt gleich weitermachen, nochmal ein ganz kurzer Hinweis zu den aktuellen Angeboten aus der Huawei App Gallery jetzt gerade zur Weihnachtszeit, denn da könnt ihr einige an Geld sparen in Summoners War, wenn ihr Summoners War über die Huawei App Gallery installiert und dort die exklusiven Angebote nutzt. Unter anderem haben wir aktuell so ein Weihnachtsevent am Start, wo wir jetzt hier aktuell bis zu 10% Cashback bekommen oder ihr bekommt, wenn ihr einfach nur Geld in der Huawei App Gallery ausgebt, bekommt ihr quasi bis zu 10% Cashback in Form von PaySafe-Karten, die ihr dann wieder zur Zahlung nutzen könnt. Und dann haben wir auch noch für Summoners War selber spezifische Angebote am Start, wo wir jetzt aktuell hier auch das Angebot zur Rückerstattung das erste haben mit 10% Huawei-Punkten, die es wieder zurückgibt. Das gibt übrigens ab dem 22. wird es dann sogar 15% geben. Und wir haben mit Angebot 2 dann auch noch die Möglichkeit wieder, dass ihr Rabattierungen freischalten könnt, wenn ihr in der Huawei App Gallery Geld ausgegeben habt. Je nachdem wie viel, lassen sich dann durch diese Gutscheine und diese Schneeflocken-Events hier auch noch weitere Rabattierungen für die Zukunft freischalten. Und wenn das nicht noch genug war, haut Huawei noch einen weiteren raus, indem ihr jetzt über den Zeitraum vom 22. bis 1. Januar hier noch mögliche physische Produkte bekommt in Form der Huawei Band 4, der FreeBuds und des Huawei Nova 9. Wenn da irgendwas Interessantes für euch dabei war und ihr vielleicht ein bisschen Geld sparen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Links in der Videobeschreibung aus und dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit dem Video. Wir gucken uns erstmal dein Solo-Raid-Team so ein bisschen an und woran es vielleicht auch liegt, dass das nicht so konstant läuft, wie du dir das vorstellst und dass es vielleicht auch ein bisschen schneller noch laufen könnte in der Zukunft. Erstmal grundlegend stelle ich gerade mit Erschrecken fest, dass ich habe jetzt nur die Monster-Komposition oder Anordnung verändert und wir haben direkt eine neue beste Abschlusszeit. Aber trotzdem, ich habe jetzt den Autokampf hier beendet, aber trotzdem habe ich auch schon wahrgenommen, dass öfter auch mal nicht so ganz glatt läuft. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen rein, was habe ich jetzt verändert. Grundlegend habe ich die Teamformation verändert. Hier war die Hua und auch der Wörde hier waren vorher in dem mittleren Team. Und dahingegen waren Carly und Liam auf der rechten Seite. Und ich glaube auch noch, dass Fran und Megan vertauscht waren und Naomi stand in der Frontline. Warum habe ich die jetzt vertauscht? Grundlegend willst du erstmal auf dem Inogami-Team möglichst Monster-Team mit Team uppen können, die du also die dir vorteilhafte Effekte bringen für dein Team oder negative Effekte für den Gegner. Deswegen hast du diese Team-Up-Team dort. Das bedeutet, du willst also auch Monster mitnehmen, die dir diese Effekte geben können. In dem Fall Wörde hier gibt die Angriffsbalken, die gute Hua, die zieht den Angriffsbalken runter vom gegnerischen Team oder du Team-Ups hier mit den anderen Inogamis, die Defense breaken können oder du Team-Ups hier mit der Fran. Das ist so die große Stärke von dem Team-Up-Team und als du hier vorher, glaube ich, Carly drin hattest, die hattest du so gar keinen Mehrwert, der Liam auf der ersten Fähigkeit eigentlich auch nicht, deswegen kommen die da raus. Bale-Team sieht aus meiner Sicht am besten noch okay aus, aber mir ist aufgefallen, und da kann man vielleicht auch nochmal einmal reinschalten hier, der Bale macht für einen Balegir, der eigentlich normalerweise im BJ5 unterwegs sein sollte und dort so um die 32.000 hitten sollte, macht er zu wenig Damage. Das liegt nicht daran, dass seine Runen scheiße sind, sondern liegt daran, dass du nicht genug Kampfgeist-Runen dabei hast. Also zumindest hier für dieses Team. Jetzt sieht es ganz gut aus, er haut 36.000 drauf, aber das war meines Wissens auf Brandmal. Und was ich so bei den Runs so beobachtet habe, auf Brandmal 36.000 ist nicht so der Knaller. Also da ist tatsächlich, würde ich dir da eher empfehlen, dass da mehr bei rauskommt. Jetzt sehe ich hier gerade, hat er überhaupt gerade 5 Stacks gehabt. Jetzt hat er nur 26k rausgehauen. Ich glaube, das war ohne Brandmal. Also du siehst hier ist noch einige schief. Also der Schaden erstmal grundlegend, um das mal einfach zu halten, der Schaden ist zu wenig. Also der Schaden ist zu wenig. Ich habe jetzt nebenher laufen, lasse ich meinen Kitsuki-Account gerade laufen und vielleicht wollen wir da mal kurz reinschalten. Komm, wir schalten mal in den Kitsuki-Account rein. Wir machen den hier mal aus und gehen mal in den LD-Player. Zack, Kitsuki-Account läuft gerade
Und jetzt, das ist hier der Kitsuki-Account, Brandmar ist drauf. Balegir hat jetzt 5 Stacks und jetzt müsste er gleich auch den Damage drücken und der hat hier 41,6 rausgehauen. Das ist der Bay, so wie er auf Brandmal Schaden drücken sollte. 41,6k. Die Teams, die ich jetzt hier aktuell laufe, also der Run sieht tatsächlich, gibt es noch Kleinigkeiten, dass ab und zu mal der Iuno überlebt, wenn er nicht überleben soll. Das ist so die Kleinigkeiten, die ich noch fixen muss. Und ohne, du hast gesehen, ohne Brandmal hat er 34.000 gedrückt. Ohne Brandmal 34.000. Das heißt, bei dir sind noch so 6.000 Damage, die da noch irgendwie reinkommen müssen. Das ist quasi der Kitsuki-Account. Wir gehen wieder zurück auf deinen Account. Also bei dir, oh, wir haben sogar schon den zweiten Run abgerissen, obwohl ich eigentlich nur die Komposition verändert habe. Wir machen aber hier mal zu Ende, aber du siehst quasi, dass hier schon einiges noch verbessert werden kann bei Bale. Ich glaube, das Problem ist, dass du hast ja den Ken hier drinne und der Ken, den hast du auf Kampfgeist Klinge irgendwie so gepackt, was doch an sich fein ist, aber du brauchst halt diese Kampfgeist-Sets für Bale. Du brauchst die Kampfgeist-Sets für Bale. Das heißt, du kannst dir da eigentlich keine nicht weniger Kampfgeist-Sets erlauben oder du brauchst einen deutlich besseren Bale. So ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Oder andere Strategie ist, dass die anderen Teams deutlich mehr Schaden machen müssen. Aber da gehen wir jetzt vielleicht mal gleich so ein bisschen drauf. Wenn wir jetzt hier durch sind, hat Bale jetzt, achso, jetzt, was ist jetzt hier passiert? Okay, das scheint noch durchzugehen, aber das ist immer, es ist immer ein Tanz auf der Klinge. Also ich nehme jetzt hier erstmal auch alles mit, weil ich glaube, du kannst so ziemlich alles gebrauchen aktuell. Das ist so ein Tanz auf der Klinge. Und ich würde jetzt, moin, den nehmen wir mit, ein Legistone. Ich würde mir jetzt mal die Teams noch ein bisschen genauer anschauen. Okay, zuallererst. Also Bale Team, aus meiner Sicht, ich glaube, dir fehlt hier einfach noch ein Kampfgeist-Set, nämlich hier. Der müsste theoretisch auch noch auf Kampfgeist, aber ich weiß, das ist schwierig und es ist schon ein guter Stretch, das überhaupt so hinzubekommen. Du kannst aber hier versuchen, ihnen deutlich weniger ACC zu geben. Zum einen ist das hier ein Dreifach-Hit und zum anderen brauchst du im Raid nur so um die, keine Ahnung, 15 bis 20 ACC oder so. Also so viel brauchst du nicht für Debuffs. 63, trimm das runter und gucke, dass du ihn vielleicht noch auf Kampfgeist bekommst. Wenn das nicht drin ist, dann ist das erstmal so, dann lass das Team jetzt erstmal so. Dann würde ich eher mich um die anderen beiden Teams kümmern. Ich glaube aber, der Rest, der sah ziemlich solide aus. Guck noch, also die Base-Stats, die sind aus meiner Sicht fein. Natürlich, mehr Damage ist immer mehr. Wo du noch vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten kannst bei Balegir, ist, dass du sagst, ich gebe nochmal den Angriffskraft-Tower noch ein bisschen mehr Liebe, ne? Arena spielen und so, dass du da noch mal ein bisschen was machen kannst, weil der war, glaube ich, jetzt auf Stufe 6 oder so. Und ich weiß nicht, ob der Feuerangriffstower auch schon gelevelt ist. Da würde ich dich auch noch mal bitten, da einfach noch ein bisschen mehr Liebe reinzupacken. Ansonsten kann man auch den Ken gegen eine Shiva austauschen. Die macht auch einen sehr guten Job und die zieht keine extra Runde, was auch nicht so schlecht ist. Dafür macht der aber vielleicht ein bisschen mehr Damage, was dir durch Balegir flöten geht. Naja gut, die anderen beiden Teams. Was ist hier schief? Einige Sachen. Wir gehen erstmal auf das Kali-Team ein, hier vorne. Da sehe ich hier wieder Megan auf Kampfgeist nicht geruht. Also Wille ist in Ordnung, aber wenn du willst ja auch Kampfgeist drauf haben, einfach mehr, je mehr Schaden durch die anderen Teams hier passieren können, umso besser. Du willst ja quasi für Balegir alles vorbereiten ordentlich. Dass Balegir der letzte Mann ist, der dafür sorgt, dass der Raid-Boss hochspringt oder der dafür sorgt, dass der Raid-Boss nicht mehr wiederkommt. Das heißt, Megan wäre cool, wenn sie noch auf Kampfgeist gehen würde. Dann kommen noch einige Änderungen. Jetzt hier in den Damage-Dealern habe ich gesehen. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Shayna. Shayna war fein. Sie ist schnell. Sie ist, ja, Wille, Kampfgeist. Wunderbar. Passt. Naomi war, glaube ich, auch noch fein. Die muss man auch nicht so viel, da muss man auch nicht so viel beachten. Ich würde sie nicht in die Frontline stellen. Ich würde sie einfach in die Backline stellen. Wille ist drauf. Kampfgeist, wenn du, ne, Kampfgeist-Sets sind immer gut, aber woher die Kraft? Und jetzt Kali. Kali hat 52 Crit-Rate, sie braucht 58. Ne? Wir haben hier einmal die 19 und die 23. Das müssten genug sein, dass du hier 58 machst. Also müssen, glaube ich, 42. Du kriegst jetzt 42 Crit-Rate, kannst du auf Feuermonstern einsparen. Das heißt, du brauchst 58. 58 Crit-Rate, hier fehlen 6. Solltest du unbedingt machen. Und das Thema Crit-Rate ist bei dir tatsächlich zieht sich durch das ganze Solo-Raid-Team oder durch die Teams. Kali also ein bisschen mehr Crit-Rate, ansonsten war die fein. Selbes Spiel auch bei Nangrim, hier fehlen 4 Crit-Rate. Hier hast du ihn auf Attack, Crit-Damage und HP, kann man machen. Ja, passt, aber mehr Crit-Rate. Vielleicht kannst du hier auch nochmal irgendwas rausjammen,
aber vielleicht keine HP-Stats, sondern irgendwo noch Crit-Rate reinjammen. Hier unten könnte man vielleicht diesen kleinen HP-Stat, die ist schon sehr gut, die Rune, dass du hier vielleicht Crit-Rate reinjammst, wenn du den Gem hast. Ansonsten auf Nangrim auch gerne Skill-Ups benutzen. Da kann man ja auch mit unbekannten Schriftrollen, wenn du jetzt noch nichts anderes öffnen willst, kannst du ja mit unbekannten Schriftrollen auch nochmal versuchen, an Bestien Jäger zu kommen. Wille ist völlig fein, der ist jetzt hier komplett broken, aber das ist in Ordnung. Vielleicht kannst du über die Artefakte noch ein bisschen was machen, aber ansonsten sieht er gut aus. Liam hat richtige Crit-Rate, ACC hat er sogar auch, braucht er eigentlich nicht so unbedingt, aber reicht. Liam ist hier wahrscheinlich nur für den Damage. Wichtig auch, dass deine ganzen Damage-Dealer auch vor Balligear moven, also du spielst, das ganzen Team spielst du ja rund um Balligear, also die müssen möglichst ihren ganzen Juice vorher abgeschossen haben. Sehr gut. Der ist hier auf Kampfgeist. Ja, du hast versucht, Kampfgeist-Set einzubauen, wie es dir möglich war. Ist in Ordnung. Der sieht okay aus, aus meiner Sicht. Und dann kommt jetzt das Inogami-Team. Inogami-Team, da ist mir einige mehr noch aufgefallen. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Ich habe schon eine Sache mal habe ich nicht gefixt. Aber eine Sache, die du fixen solltest, ist zum einen der Ikaru. Der Ikaru, den du hier nutzen solltest, sollte einer sein, der vor der ganzen Backline dran ist. Wenn du jetzt mal guckst, der hat irgendwie 108 plus 23, also sind das 131. Der ist zwar schneller als Crow und langsamer dann wieder als Raok und dann auch noch langsamer als die hat 135. Was hatten wir hier gesagt? Ja, der ist auch langsamer als Hua. Also du willst, der Kollege sollte raus und der Kollege sollte rein. Ich habe ja schon mal geguckt, das müsste der Schnelle sein, genau. Und dann ist noch ein Ding wichtig. Dieser Ikaru muss sein Drei-Mann-Team-Up benutzen können. Und aktuell kann das keiner deiner Ikarus, ohne dass die anderen Ikarus dabei sind. Logischerweise, weil du die nur für den Drachen gebaut hast. Wenn du den aber auch für den für den Solo-Raid benutzen willst, dann solltest du hier gucken. Ich glaube, der Wert hier für die Defense ist 2381. Vielleicht kannst du hier noch irgendwie ein bisschen Defense grinden, Flat Defense oder neu Gem und rein grinden. Hier kannst du zum Beispiel auch nochmal grinden, Flat Defense rein. Also, dass du da oder hier vielleicht einfach nochmal die Defense weiter grinden. Dass du da nochmal ein bisschen mehr Defense, dass du nicht auf diese Entschlossenheitssets angewiesen bist. Vielleicht baust du hier noch ein Entschlossenheitsset rein und kannst dann Team-Uppen. Aber hier ist vor allem wichtig, dass der Drei-Mann-Team-Up funktioniert. Also, weil, wie vorhin gesagt, ist es halt wichtig, dass diese Team-Up-Fähigkeiten genutzt werden. Und also quasi das schnellste Monster sollte wahrscheinlich die Fran sein. Aber da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Fran hast du auf Wille. Die ist auch, wenn die erste ist, die Move, das ist völlig in Ordnung. Du kannst sie aber auch gerne langsamer machen. Vor allem kannst du sie auch deutlich weniger tanky machen. Also sie ist momentan wahrscheinlich nicht unbedingt für einen Solo-Raid gebaut. Was passiert bei Fran? Wenn du Fran hast und keine Freya, bei dem Solo-Raid-Team, was ich gerade gezeigt hatte, habe ich eine Freya hier beispielsweise drin. Die ist ziemlich nice, weil die dann einfach nach dem Jump stirbt, alle heilt und du bist Gucci. Bei Fran hast du das Problem, dass du von ihrer KI abhängig bist mit dem Feensegen und die kann man ein bisschen triggern, indem man ganz viel Schaden auf Fran passiert. Das heißt, ich glaube, dass es so war, dass Fran auf um die 40% Leben droppen muss. Also ich glaube, dass du 60% Schaden reinbekommen musst oder es war 40% rein. Aber zur Sicherheit gehst du einfach auf, die kriegt 60% Schaden rein, überlebt noch und dann sollte sie ihren Feensegen immer casten. So kann man die KI dazu so ein bisschen bringen, dass die den Feensegen macht. Das bedeutet, du willst sie ein bisschen weniger überleben haben. Vielleicht findest du ja noch die ein oder andere Kampfgeistrune, hilft auch. Wille ist völlig fein. Und dann passt das. Ausgehen übrigens kann auch nochmal helfen, das restliche Team am Leben zu erhalten. Du kannst das ja mit 2 Sterne Feen machen, ne? Also du brauchst ja nur Feen und keine Feenköniginnen dafür, damit du sie ausskillst. So viel bei Fran. Wenn du Freya ziehen solltest, die Sylphide in Feuer, dann unbedingt ersetzen, weil das ist so die beste, die du da nutzen kannst. Dann gehen wir einmal weiter. Das war Fran, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau. Dann gebe ich jetzt zu Wördehil. Wördehil war fein. Wördehil war fein. Ja, der passt. Warte, bei Wördehil nicht nur für Solo-Raid, auch für die Ikarus bei Drachen noch machen kannst, ist kooperativer Angriffsschaden in den Sub-Eigenschaften bei Artefakten oder erste Fähigkeit Crit-Damage bei Wördehil. Bei den Inogamis, übrigens, die Inogamis funktionieren auch, machen nochmal exponentiell mehr Schaden, wenn du das mit kooperativen Angriffsschaden auf
den Artifacts irgendwie hinbekommst. Also hier kooperativer Angriffsschaden ist so das Schlagwort, was du hier einhalten willst, auf allen Nogamis, die team-uppen können oder geteam-upt werden. Dann haben wir Crow. Bei Crow würde ich mir wünschen, dass Crow schneller ist. Also das heißt, Frana zuerst, dann der Ikaru, dann Crow. Und Crow sollte quasi dadurch mit seiner Narbe wieder das Brandmal einfach regelmäßiger an den Mann bringen können. Auch wenn es nicht immer funktioniert, aber der sollte auf jeden Fall vor den restlichen Leuten in der Backline dran sein. Das heißt, den schneller machen oder zumindest schneller als die anderen und schneller als Balegir. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, Crit-Rate. 69 Crit-Rate ist viel zu wenig. Wir haben nur die 19, weil er ist kein Feuermonster. Und das heißt, 81 Crit-Rate ist das Ziel. Hier muss die Crit-Rate justiert werden. Da gehen wir gleich mal auf die Runen ein bisschen ein. Dann der Rauk war fein. Ich glaube, was hatte ich mir zu Rauk noch aufgeschrieben? Achso, ja, das ist mehr so Thema Runenqualität. Die Slot 6 Rune, das ist mir aber auch aufgefallen. Ich habe mal auf deinem Account rumgeschaut. Du müsstest tatsächlich entweder noch ein bisschen Necro mehr farmen für genau diese Slot 6 oder Slot 4 Runen oder halt Riesen. Also eins von beiden. Du hast schon eine gute Auswahl an Wille-Runen. Vielleicht craftest du auch noch ein paar, aber diese Slot 6 und die Slot 4 Runen bei dir sind ganz bitter. Und auch die Slot 2 Runen mit Attack-Prozent. Ich habe tatsächlich eine Attack-Prozent-Rune auf Fatal gesehen, die auf kein Monster war. Dann können wir uns gleich nochmal anschauen. Die habe ich nicht verstanden, warum die auf kein Monster war. Die war ziemlich gut. Aber stattdessen hat dein Rauk so eine 5-Sterne-Rune. Du solltest dich jetzt, so weit wie du jetzt bist, solltest du dich von allen 5-Sterne-Runen auch entledigen. Also vor allem die 5-Sterne-Runen in den Haupteigenschaften, wo es auf die Haupteigenschaften ankommt. Also das heißt auf Slot 6 und auf Slot 4 und bei den Damage-Dealern, die auf Slot 2 auch noch eine Attack-Prozent haben, ganz genauso. Da solltest du dich nach und nach jetzt entledigen. Du kannst die 12er Dungeons farm weg mit diesen Schmutzruhen. Also sowas hier, das braucht halt niemand. Also die ist halt auch wirklich nicht gut gerollt, dass man die irgendwie erklären könnte. Die ist einfach Shit. Deswegen weg damit. Die hilft hier nicht. Dann ist das nächste Monster, wir hatten jetzt Rauk durchgekaut, genau, Hua. Und was ist denn hier mit der Crit-Rate passiert? 21%, moin, also die müsste 60%, nee, Quatsch, 60 nicht, die braucht 58 insgesamt, also die müsste nochmal ein bisschen mehr Crit-Rate bekommen hier, dass sie garantiert crittet. Attack, Crit-Damage und Defense kann man machen, das ist zum Beispiel eine Rune, die würde ich tatsächlich eher auf Naomi sehen, so eine Crit-Damage-Rune. Das ist eher so eine Naomi-Rune wahrscheinlich, als dass es eine Hua-Rune ist, weil du brauchst nicht so viel Crit-Damage, lieber auf Crit-Rate gucken. Vielleicht hast du auch dich verguckt und hast gedacht, das ist die Crit-Rate, kann ja auch sein. Und dann hast du nicht mal auf die Subeigenschaften geachtet. Ja, da würde ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich glaube, mehr hatte ich jetzt mir nicht aufgeschrieben zum Inogami-Team. Kleiner Hinweis noch zu dem Bale-Team. Iuno. Solltest du Iuno bekommen, dann tauschst du Dagora gegen Iuno aus und spielst Iuno quasi genauso wie Dagora. Iuno brauchst du auch nicht anleveln oder irgendwas. Einfach Iuno hier reinschmeißen, so wie Dagora ruhen. Vielleicht baust du ihn noch ein bisschen mit Damage aus, weil Iuno wirklich Schaden drücken kann. Aber dann hast du noch ein sichereres Brandmal. Mehr haben wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht in den Teams zu kritteln. War ja auch schon eine Menge aus meiner Sicht. Aber da siehst du, dass da noch an einigen Punkten Baustellen sind. Geht's hier jetzt noch weiter irgendwie? Hallo? Tablet? Ich habe jetzt schon mal, du siehst es hier, hier ist der Filter, Crit-Rate. Wir haben ja gesehen, du hast ein bisschen Crit-Rate-Probleme, das heißt wieder nach Crit-Rate filtern, dir die Sets fatal. Energy darf auch ruhig mal ausgewählt werden. Gerade im PvE-Content ist Energy ein gutes Set. PvP später nutzt du es gar nicht mehr. Klinge und auch was hatte ich noch? Zorn, wenn du hast, da war es aber sehr begrenzt aufgestellt. Also Energy, Fatal, Klinge, Wille. Genau, Wille war das andere für deine ganzen. Du kannst auch gerne noch andere Sets, die dir Sub-Eigenschaften geben, die dir vielleicht beim Überleben helfen, vielleicht auch Wächter, falls du hast, auswählen. Aber grundlegend, ich sehe schon, du hast hier sehr viel Riesen gefarmt. Roll wirklich alle Runen an. Und ich hatte ja schon mal ein bisschen angefangen, die Crit-Rate haben. Anrollen, roll Runen an, die Crit-Damage haben und roll Runen an, die Attack-Prozent haben für den Solo-Raid. Ich habe hier zum Beispiel auch schon mal eine angerollt, dachte ich, na, verkauft die uns nicht, aber nope, die hat uns verkauft, die ist ziemlich schlecht. Also du willst bei Crit Damage, willst du schon ein bisschen mehr haben. Hier, ich habe auch die Slot 2 mit Mitleid gerollt, ach, die ist aber auch nicht so toll, ne? Wir rollen die mal noch, vielleicht kriegen wir die 14 Crit-Rate, aber
Aber ja. Ja, die Rune hätte auch lecker werden können. Jetzt geht sie zweimal in ACC. Das ist aber leider das Spiel, da sollte man sich nicht drüber aufregen und einfach die nächste anrollen. Dann kommen irgendwann die Ergebnisse. Also, das ist wirklich, immer wenn sie hier, da ist das erste Ergebnis. Hier hast du sogar schon eine angerollt gehabt. Die habe ich jetzt einfach nur weitergerollt. 24 Crit Damage. Top. Das könnte eine Rune sein für deine Naomi. Oder für einen anderen Damage Dealer. Vielleicht für einen Feuer Damage Dealer. Fatal Set. Umso besser. Also alle, was Crit-Rate, Crit-Damage hat, die lasse ich jetzt mal noch, weil ich hab deine Slot 2, 4, 6 Runen, haben wir ja gerade drüber gesprochen, die sind nicht so der Knaller. Also das wirklich alles mal anrollen, was Crit-Rate hat, was Attack-Prozent hat und vielleicht auch Crit-Damage. Guck vor allem auf den Slot 5 Runen, das ist mir auch aufgefallen, guck mal bei den Slot 5 Runen, dass du da vielleicht eher so, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Klinge-Set nutzt, dass du hier vielleicht auch nicht unbedingt nur Crit-Rate oder Crit-Damage hast. Über die Slot 5 Rune kannst du auch gerne auch eine Kombination aus Crit-Rate mit HP, dann hast du noch ein bisschen Überlebensstats oder anderen Werten auch noch gucken. Also da, hier ist manchmal auf den Klinge-Runen ist manchmal auch nur wichtig, dass du hier sowas hier zum Beispiel, das habe ich vorhin mal angerollt, sowas kannst du vielleicht auch für ein Raid-Monster benutzen. Dann hast du den Klinge-Effekt, vielleicht kriegst du jetzt auf 12 nochmal Crit-Rate sogar dazu, dass du so ein bisschen Überlebensstats zum Grinden noch hast. Dafür ist die Slot 5 Rune auch ganz gut. Ja, und da würde ich dir jetzt erstmal grundlegend anraten, wirklich mal alle Runen auswählen. Und jetzt erstmal grundlegend nach Attack, nach Crit-Rate, vor allem nach Crit-Rate und nach Crit-Damage mal so ein bisschen die Runen erstmal filtern und dann immer jeweils anrollen. Das heißt, ne, ich weiß nicht, ob ich das schon öfter mal erzählt habe, mache ich eigentlich regelmäßig. Das heißt, blaue Runen mindestens erstmal auf plus 3 rollen, um zu gucken, wie sie sich entwickelt. Dann die lilanen Runen, die du so hast, auf plus 6 rollen. Und wenn du legendäre Runen hier irgendwo unaufgewertet noch hast, hier ist eine, dann erstmal direkt auf 9 stellen. Sodass nur noch ein Roll übrig bleibt und jetzt kannst du hier gucken. Die Rune, oh moin, die können wir so nehmen. Sieht gut aus oder besser als das, was wir bisher hatten. Die muss weg. Die ist schmutzgerollt. Wie ist die gerollt? In Speed. Ich glaube, Speed, na, wir könnten sie nochmal anrollen, aber ich glaube, Speed ist nicht der Wert, den wir jetzt aktuell brauchen. Ich würde die auch verkaufen. Dann weg. Also, wenn sie nicht da rollt, wo du sagst, das is it, dann weiter. Die ist schon wieder ziemlich low gerollt hier, beziehungsweise auch vielleicht auch low gestartet, aber wir rollen sie trotzdem nochmal an, dass du einfach Optionen hast. Du hast so viel Mana, da kannst du dir erstmal die Optionen alle schaffen. Und so würde ich das aktuell auch machen. Roll Runen an aus diesen besagten Sets: Klinge, Fatal, Energy und Wille, damit du davon deiner Damage-Dealer beruhen kannst, dass sie ein bisschen Überlebensstats haben, Damage drücken und so weiter und so fort. Oh, die Rune ist ja schon nicht so schlecht aus ACC. Ah, die müsste jetzt nochmal einen Crit-Damage-Roll bekommen. Vielleicht ist es auch eine Rune, die du nicht unbedingt für ein Raid spielst später, weil die schon zu schnell ist vielleicht. Aber ja, da einfach noch ein bisschen Runen anrollen. Ich glaube, da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer, da hast du noch einiges rumliegen. Und alternativ, wenn es mit den Runen noch nicht so klappt, dann du hast so viel Energy. Der Riese freut sich, wenn er da ein bisschen Besuch bekommt. Er ist ganz einsam und in dem Sinne würde ich sagen, hoffe ich, dass dir das Video jetzt bei über 20 Minuten jetzt schon geholfen hat, dir so ein bisschen die Lücken aufzuzeigen, die vielleicht das Solo-Raid-Team noch hat. Grundlegender Aufbau war an vielen Stellen schon okay, aber so an Kleinigkeiten musst du halt noch schrauben, vor allem was das Thema Crit-Rate angeht. In dem Sinne, ich sage nochmal Danke und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dann, hau rein, ciao.